Hier habe ich mich in den letzten Tagen des Öfteren tagsüber aufgehalten in einem Felsvorsprung. Und zwar befinde ich mich hier oberhalb von Playa Santiago in Las Trincheras im Süden von der subtropischen Insel La Gomera. Mehrmals täglich fliegen hier größere Lachmöwen über die Klippen und teilweise sehr nah über mir, sodass ich sie wunderbar beobachten kann. Ja, macht richtig Spaß und bringt Freude. Und hier konnte ich mal richtig zur Ruhe finden und auch wieder ein bisschen zu mir selbst und habe einfach nur das Sein genossen und die Tiere beobachtet. Ja, das kann ich nur jedem mal empfehlen. Ich nehme euch jetzt noch ein bisschen weiter mit. Hier unten am Anfang der Klippen ist das Wasser richtig türkisblau. Wunderschön. Kleine Vögelchen hat sie auch zwischendurch mal. Hier ein bisschen rumpiepsen. Ab und zu fährt hier auch mal ein kleines Bötchen oder auch ein größeres Schiff vorbei, das ich hier beobachten kann. Sieht man ja sonst auch nicht so nah jetzt. Nochmal von hier aus. Ich denke mal, das macht den Möwen richtig Spaß, hier so lang zu segeln. Schmetterlinge hat es auch zwischendurch und so kleine braune Grashüpfer. Und immer wenn ich hier lang laufe, dann springen sie bei jedem dritten, vierten Schritt davon. Weit oben fliegen bzw. segeln die Möwen meist in den Vormittagsstunden oder auch am Spätnachmittag. Jetzt ist allerdings gerade Mittagszeit, da fliegen sie dann eher tief. Von hier aus kann ich auch abends immer einen fantastischen Sonnenuntergang genießen. Ganz anders als jetzt in Deutschland. Es ist zwar nicht ganz so einfach, hier hinzugelangen, aber wenn man ganz bewusst und mit Bedacht läuft, dann ist es kein Problem.
Wenn euch diese kleinen Eindrücke gefallen haben, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und danke euch fürs Zuschauen. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann lasst mir gerne in der Videobeschreibung ein Feedback da, dann werde ich bei Gelegenheit eure Fragen beantworten. Entweder in einem Kommentar oder in einem speziellen Q&A-Video dazu. Okay? Ja, dann sage ich mal bis dann. Ciao!